Besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Das ist schon wieder Montag. Das ist YouTube Stars. YouTube Shit mit Super Suri. Hallo und herzlich willkommen zu YouTube Stars, das Magazin für deine Webstars. Heute nicht in Berlin, nicht in Köln, sondern in Bremen bei den Ruf Online Stars. Freut euch auf die Bremer Stadtmusikanten wie Bibi, Yannick, Julienko, Joker Tululu und noch viele mehr. Und wenn noch alles hier so rumschwirrt, das checken wir jetzt aus. So Mädels, das hier wird jetzt gerade eine ganz spontane Nummer. Ich wusste auch nichts davon bis gerade eben, aber ich freue mich tierisch auf Daniele Negroni. Hallihallo, ist gut? Ja, bei mir schon, jetzt wo ich bei dir bin. Ja. Auch wenn es gerade so aussieht, als würden wir jetzt gleich hier so ein Pausenhofspiel spielen. Es wird wirklich ein seriöses Interview ausnahmsweise über Absolut. Musik und Fakten und Touren und Daten und... hast du eine Freundin? ja, absolut, ja. Ich bin... Das sagst du auch nicht so, weil ich hässlich bin? Nein, ich bin glücklich vergeben. Hab ich jemals gesagt, dass du hässlich bist? Habe ich nie Direkt gesagt. 20.000 D-Abos, ne? Nee, also ja, ich habe eine Freundin schon länger und das wissen auch alle und brauche ich kein Geheimnis drum machen. Läuft ganz gut. Kein Geheimnis drum machen, ne? Okay, dann wechseln wir ganz charmant das Thema auf Musik. Du machst bald dein nächstes Album, beziehungsweise bist du schon dabei? Ja, ich mache jetzt mein nächstes Album und wird eine coole Zeit, wird spannend, mit guter neuer Musik, vor allem jung, Pop, Fash, alles ziemlich cool und ja, man freut sich drauf, ich bin gespannt, wie es ankommt und ja, so nach 3 Jahren DSDS bin ich immer noch ganz zuversichtlich, dass es funktioniert. Ja, was neu ist, das will man natürlich auch kennenlernen. Absolut. Wir sind jetzt hier die Ersten, die schon mal vielleicht reinhören in den neuen Sound von Daniele Negroni. Davon wusste er nichts, ich ziehe ihn jetzt einfach gerade aus der Reserve. Von meinem neuen Sound kann ich nicht viel sagen. Ich kann von meiner neuen Single kann ich ein bisschen was trällern. Das okay, geht, sag ich ja. Im Hintergrund. Ja, sag mal. She got a brand new car and it's ours just for a night. She bought a Gucci back and a diamond ring alike. Man, she's so dressed up cause she thought I'm hypnotized, hypnotized. Let me know if you really wanna dance into the light. Lady, let me get your body right. What? Mein Gott, dieser Job ist so toll, ich kriege ständig so persönliche ja, ne? Ständchen. Das ist ich würde mich auch drüber freuen. Ich darf Menschen anpacken, wie ich will. Ja. Das ist keine Anzeige. Kann ich mal fragen, wie du heißt? Suri. Suri, ja, wir reden so viel und wir wissen gar nicht, wie wir heißen. Mein Name muss man auch wissen, es geht absolut, ja um dich primär. Absolut. Ja, aber wie geil war das denn? Bitte schreibt es mal in die Kommentare, wie hammer toll das jetzt gerade war. Einfach so aus dem Stehgreif ohne Musik und dann so eine Power dahinter. Dankeschön. Eigentlich muss ich gar nicht mehr wissen, aber ihr wollt wahrscheinlich noch mehr wissen. Und deshalb frage ich dich jetzt, YouTube, DSDS, Musik, bunte Haare, erklär mir das. Kompliziert, also das war auch eher Zufall. So, also ich meine, ich habe mit YouTube noch nicht allzu viel am Hut. Ich habe das früher gemacht vor DSDS, habe ich mit einem guten Kumpel von mir damals ziemlich viele Musikvideos gemacht auf YouTube. Und Moment, auch so peinliche Comedy-Sachen, die man auf gar keinen Fall rausfinden sollte? Weil sonst würde ich mich gleich direkt mal am PC setzen. Nee, es gibt nur ein Video, was mir peinlich ist, weil ich habe so eine ganz komische Lache. Wenn ich richtig lache, dann lache ich echt ganz komisch. Und da gibt es so ein Video, und das hat irgendwie schon über 700.000 Aufrufe, dieser Dreck. Oh. Und da lache ich einfach 3 Minuten lang in jeder Szene und das ist einfach so peinlich. Das ist, aber ansonsten, ich kann es nicht ändern, das ist schon online. Ja, du weißt aber schon, dass wir es jetzt genau nach diesem Interview einblenden werden. Kein Problem, ne? Lass das laufen. Nee, die Leute werden es lustig finden, weil, also nee, das ist so das Einzige, was eigentlich peinlich ist auf YouTube, denke ich. Nein! Oha! Was ich habe noch was viel Krasseres. Wenn du das, gib mal ein. Das klingt jetzt scheiße, aber Säcke im Web, okay? Zusammengeschrieben Säcke im Web, da kommen 2 Jungs, die haben eine Taucherbrille. Warte, wir haben eine Community, die ist teilweise auch schon unter 16. Das ist nicht schlimm. Okay. Das ist nicht schlimm. Du darfst weiterreden. Und da kommen zwei Jungs und einer davon bin auch ich und ich bin verkleidet ein bisschen, auch mein Kollege, weil wir wollten uns nicht zu erkennen geben, wir hatten ein bisschen Angst. Dass das peinlich wird und dann haben wir versucht, Es tut mir doch so leid von F. Ross damals zu singen und das ist halt 300 Mal schief gegangen und wir haben nur die Outtakes hochgeladen und da gibt's halt ein Outtake, das ist besonders lustig und dann gibt's noch eine kleine Tanzeinlage von mir, da bin ich 12 und ziemlich halb aus. Also Wahnsinn, oder? Was es alles von mir gibt im Netz. Das ist der Klang aus gar nicht so übel. Der Tanz, der singt, der zieht sich aus. Nee, der Gesang ist aber an dem Tag echt nicht gut. Also auch allgemein nicht gut. Da singe ich noch richtig schlecht. Da hatte ich noch keinen Stimmbruch und so. Da höre ich mich noch echt ein bisschen komisch an. Hast du Gesangsunterricht irgendwann? Gar nicht. Nö, brauche ich nicht. Ja, ich habe mal überlegt, ob ich zu Menderes gehen soll. Aber das ist auch mal was wild hier.
aber ja, bei mir dauert es noch länger als bei ihm, bevor das mal irgendwas wird. Ach, wer weiß, wer weiß. Wenn der ist gut dabei. Der versucht wenigstens was. Ja, der wird auch noch DSDS überleben, das weiß ich. Der wird das noch irgendwann gewinnen. Übernehmen. Ich sehe das noch. Absolut, Dieter Bohlen schreibt ihn ins Erbe. So, hier, dir gehört jetzt DSDS. Ja, da sitzt er daneben, Dieter Bohlen und Heide, und dann geht's ab. So, wo setzen wir uns jetzt hin? Gleich nach unten zu den anderen? Sehr gerne. Freunde, weiter geht's. There's a party going on all night long. Come and celebrate with me tonight. Also Leute, es ist glaube ich kein Geheimnis, dass ich jetzt nicht unbedingt das bin, was man eine klassische Schminktante nennt. Aber es ist tatsächlich passiert. Es gibt eine Person auf YouTube, die mich wirklich ein bisschen für Schminke interessiert hat. Und diese Person ist ausgerechnet ein Mann. Marvin Magnificent. So, jetzt, ich habe mir deine Videos angeguckt und es ist wirklich Kunst. Also man sieht es ja hier schon. Und ich würde es niemals selber können, das sehe ich auch ein. Ich habe andere Talente, sagt man zumindest, aber wie hast du denn dein Talent entdeckt? Als Mann? Oh, ja, das ist so, muss man ja eigentlich so ganz schön weit ausholen, ne? Aber ich probiere es mal knapp zu halten. Wir setzen uns mal gemütlich hin. Also, ich habe mich schon immer so ein bisschen anders verhalten als andere, sag ich mal. Und habe einfach irgendwann, als ich nicht so eine leichte Lebensphase hatte, ich will es jetzt nicht so riesig ausbauen, ist ja auch egal, aber auf jeden Fall habe ich einfach so auf YouTube ganz viel rumgesucht, weil ich voll viel Freizeit hatte. Und dann habe ich einen YouTuber gefunden, der mich total inspiriert hat, weil er einfach sich als Junge auch mehr geschminkt hat und einfach so die Sachen angezogen hat, die er anziehen wollte und einfach er selbst war. Und dann habe ich mir halt irgendwie durch ihn so ein bisschen Inspiration geholt und habe mir gedacht, okay, machst du selber halt auch so, machst du mal dein eigenes Ding, und so kam das dann eigentlich. Und dann kauft man sich halt Stuff und dann trägt man das auf und dann sieht man erst aus wie ein Clown und dann macht man das halt irgendwie jeden Tag und dann geht es halt irgendwann auch so. Nein, tust du nicht. Aber dann macht man es einfach jeden Tag und dann kommt das so. Wenn ich mir deine Videos angucke und so die ersten 5 Schritte, die kriege ich auch noch hin, dann sieht es auch noch ein bisschen komisch aus, wenn man sich gerade mal den roten Lidschatten drum gemacht hat. Ohne Mascara sieht eigentlich fast immer alles komisch aus. Ja, dann sieht das aus, als hättest du gerade richtig üble Entzündung gehabt. Und dann plötzlich so, du spulst ein bisschen vor, auf einmal alles total schön verblendet und diese Übergänge. Aber bei mir bleibt es immer bei diesem roten, entzündeten Auge. Ja, da musst du vielleicht noch ein paar Videos angucken und ein bisschen üben. Ja, ich bin auf jeden Fall aber dabei. Aber das kommt so einfach durch Praxis. Aber es sind natürlich auch ein bisschen extremere Make-up, so Nature-Look, so wie ich es eigentlich eher pflege, Eyeliner, bam, raus in die Welt. Das wäre nicht so hab deins? Habe ich auch schon gemacht. Also das mache ich auch ab und zu, aber halt immer so, wie ich mich an dem Tag fühle, so, ne? Weil Make-up ist ja dazu da, um dich so auszudrücken. Und mal habe ich da Lust zu und mal halt auch nicht. Ne? So ein bisschen wie ein Stimmungsring. Heute genau, hast du lila. Heute habe ich lila, so, weil ich dachte, Mystisch. Das passt ganz gut zum Outfit. Ja. Es gibt auch Tage, da gehe ich ohne Make-up raus und habe nur die Augenbrauen nachgezogen, so quasi. So auf natural dann und nicht so auf der Haut wie heute, aber so ganz unterschiedlich. Ich habe auch gesehen, dass du einen Mitbewohner hast, der sich auch von dir schminken lässt. Ist das denn öfter so, dass auch mal Männer zu dir kommen und sagen, komm, tob dich aus? Naja, nicht unbedingt. Das war mein mittlerweile Ex-Mitbewohner, aber der hat mich auch geschminkt in so einer kleinen Challenge. Und das war eigentlich ganz lustig, das habe ich halt so aus Spaß. Wollen wir nicht mal ein Video zusammen aufnehmen? Wäre voll lustig, weil wenn man einfach gut befreundet ist, so eine. Und hat er sich mal so ein bisschen an meinem Face ausgetobt und es ist eigentlich ganz lustig geworden am Ende. Ach Quatsch. So, Freunde, ich hatte heute eigentlich einen ganz, ganz großen Traum. Und zwar bei Marvin auf dem Kanal könnt ihr sehen, dass er Freundinnen von sich. Marvin heißt. Marvin heißt. Also eigentlich von hübschen Mädels in Traumfrauen verwandelt. Das wollte ich heute mal mit mir machen lassen. Kein Equipment dabei, I'm sorry. Aber vielleicht tun wir das ja mal nach. Auf jeden Fall. Vielleicht seht ihr mich ja irgendwann mal auf seinem Kanal. Oder ihn jetzt sowieso bei mir. Checkt es auf jeden Fall mal aus. Und vielleicht werdet ihr auch mal Marvin heißt. Wer weiß. Marvin, was steht jetzt noch für dich an? Ich habe jetzt gleich noch eine Autogrammstunde. Das klingt voll famous irgendwie, ne? The famous will. Nein, Spaß. Ich muss gleich echt noch eine Autogrammstunde geben. Und dann genieße ich eigentlich nur noch die Show und werde so ein bisschen mich unten rumtreiben und so mal gucken, ob ich irgendwelche Fans, Zuschauer treffe. So ist ganz süß, sind schon so ein paar angerannt gekommen und wollten so Bilder haben. Ist ganz niedlich. Und dann genieße ich einfach noch den Tag. Genau, dann werden die mit den extra Lashes angeklimpert. Ne? So, so Marvin, danke schön. Gerne. Come and celebrate with me tonight. Put your glass in the air like you just don't care. Let's toast one last time.